Also wir wollen auf jeden Fall aufs Feld gehen. Und das Gute ist, wenn man sofort mit dem Vieh in diese Mobs reinfliegt, haben wir direkt mal, bam, Initial XP. Ja. Und wir haben perfekt Auiako. Ja, auch E-Farm, sehr nice. Oh, hier ist direkt ein Kollege. Nehmen wir mal ganzen Spells mal schnell mit. Sehr gut. Ein Böd. Weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Ich glaube, der sieht das gar nicht, oder? Doch, hat's gemerkt. Ich glaube, der hat noch keine Fähigkeiten, der Boy. So, der Mage macht diese Flammdinger, ne? Vom Himmel. Gut. Ich habe immer noch die Spinne hinter mir. Machen wir die mal weg. So. Da ist nochmal so ein Ding. Denkst du nicht, es wird langweilig mit den gleichen Fähigkeiten? Irgendwann ja. Also. Irgendwann, das ist halt so ein Testing, denke ich, ne? Also es braucht auf jeden Fall mehr Fähigkeiten. Viel, viel mehr. Definitiv. Weil irgendwann wird halt jeder die gleiche Fähigkeit spielen. Das merkt man jetzt ja schon so ein bisschen, dass man... Dass viele Leute jetzt den gleichen Kram spielen immer, ne? Macht halt Sinn. Na, Meta wird immer gespielt. Aber ich denke, auf Dauer brauchst du auf jeden Fall mehr Kram. Wie den Feuerwirbel zum Beispiel. Na, den spielt, glaube ich, jeder, der ihn kriegen kann. Genau, Stumm ist auf jeden Fall solide dagegen. Oh, der trifft. Der trifft. Bumm. Oh mein Gott. Er hat ihn so zerstört. Aber ich weigere mich, einen Feuerwirbel zu spielen. Weil wir haben gerade eben gespielt. Ein Fass gegen den Fass tauschen. Machen wir. Ich spiele jetzt mal diesen... Wir spielen jetzt mal das, was wir haben. Und es kann sich herausstellen, dass andere Meter noch besser ist. Oh, da sind noch Leute. Aber ich denke, Mobility ist King. Wenn du keine Mobility hast, dann wird das alles nichts. Hinter mir ist noch einer. Feuerwirbel, seht ihr? Der spielt jeder, ne? Der will wegrennen, der Kollege. Ich meine, wenn er nochmal mit dem Feuerwirbel nicht raufgeht, kann ich vielleicht meinen ganzen Kram reinwerfen. Ne? Oh. Let's see. Was spielt der denn hier? Und der rennt weg. Alles klar. Das wollte ich ja nicht auch spielen. Geht es raus? Ich würde gerne den einmal treffen. Er hat auf jeden Fall gerade wieder seine AOE-Bombe. Ne? Ich könnte auch seine AOE-Bombe einmal baiten, genau, und rennen wir raus. Machen unsere und dann machen wir einen Stun rein. Oh, ich hoffe, das trifft. Nein, das war so knapp. Das war so knapp gewesen. Oh, da ist noch ein Kollege. Ich bin bei manchen wirklich nicht sicher, ob es normale Spieler sind. Wie bei dem hier zum Beispiel. Wirkt der für euch wie ein normaler Spieler? Ich meine, der hat Feuerwirbel, ne? Ich weiß, ob der wie ein normaler Spieler wirkt. Vielleicht spielt er das erste Mal oder so. Das könnte sein. Ich glaube, ich nehme auch mal die Stahlfallen mit. Ich habe eine Idee. Weil damit kann ich die Gegner einsperren und dann meine Bomben raufwerfen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja so super viel AOE. Ja, so riesen Bomben-AOE.
Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf den Kollegen die Dinger reinwerfe, dann das Ding mache und dann die Bombe, die leider nicht ihn getroffen hat, aber ist egal. Da kommt wieder einer mit dem Wirbel. Ah, wir haben verloren. Wir sind dead. Üben wir nochmal raus, bitte. Stahlfeind hingeworfen. Ja, wir können mal wegrennen, sehr gut. Bekomme ich schnell ein Level-Up hier? Ja, ne? Damit. Schnell ein Level-Up haben. Gut. Einmal healen. Aber wir brauchen noch mehr Counter gegen Feuerwirbel. Wir brauchen mehr Counterplay. Ich denke, was funktionieren kann, ist eventuell noch das Pferd, dass man damit wegrennt. Ja. Das sollte funktionieren. Die Bombe braucht halt super lange zum Triggern. Und mit dem Feuerwirbel kommst du halt direkt wieder raus. Ne? Da ist die Problematik. Wo genau wird das hier geplaced? Die Bombe. Also wie... Woher weiß ich, wo die hingelegt wird? Das muss ich mal rausfinden. Wird die einfach vor mich gelegt? Okay, die ist immer so ein Stück vor mir. I see. Alles klar. Wenn ich jetzt hier hinlege, ist sie da. Okay. Also wäre es ganz gut, wenn ich hier Trap lege und dann die Bombe rein. Ich weiß ja nicht, was er für Fähigkeiten hat. Dann Stun auf jeden Fall. Goblin-Raketenwerfer. Jetzt mache ich nämlich den hier. No, er hat getroffen. Oh oh. Dann die Bombe rein und das ist eine gute Kombo. Ah, es reicht nicht leider. Oh, 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 oh. Muss einmal in die Zone. Dringend in die Zone. Das System funktioniert, glaube ich. Na, ja, mit dem Festhalten und dann Dingsen. Ist da drinnen? Nee. Nimm mal eine Loot mit. Kann er mich mal kurz in Ruhe lassen, bitte? Einmal kurz. Nice. Es trifft. Er hat mich... Okay, wenn du jemanden silence... Bin, glaube ich, dead, oder? Geht, glaube ich, die Bombe nicht raus. Sehr nice. Ich habe halt super lange Cooldowns. Ich renne mal hoch. Also das ist auf jeden Fall schlechter als Feuerwirbel Eislanze. Definitiv. Aber ich glaube, damit kannst du coole Kombos machen. Wenn ich vielleicht die Fähigkeit verbessert hätte. Meine Fähigkeiten sind immer noch alle auf Level 1. Deswegen kommen wir damit nicht so viel weiter. Haben wir hier? Oh, nichts für uns leider. Obwohl, wenn wir ihn töten... Ich denke, die müssen einfach nur mehr Fähigkeiten noch reinbringen. Ja, wenn wir ihn töten würden, hätten wir halt... Gab der die Fähigkeit, weil er circa das gleiche Setup spielt, ne? Ich sehe überall nur Feuerwirbel. So. Wir müssen die Feuerwirbel-Leute töten. Einer ist tot, sehr gut. Wir gehen da mal mit hin. Eine epische Mana-Sphäre. Ich denke, die will ich mitnehmen. Und dann nehmen wir den mal hier rein. Das mal so. Genau, spielen alle fast Feuerwirbel. Ja. Also Feuerwirbel ist... Ich finde es so krass.
Das Game ist seit einer Stunde draußen. Es gibt jetzt schon einen Meter. Guck mal, der spielt auch Feuerwirbel. Alle wirbeln in sich rein. Aber ich versuche mal, dem Meter entgegenzustehen. Oh, das trifft. Oh, wo will er hin? Sehr nice. Hoffentlich geht er down. Shit updaten. Ich werde dieses Schild jetzt immer mitnehmen, weil das ist ein guter... Eigentlich ein guter Feuerwirbel-Counter, ne? Da ist nämlich das Ding, wir müssen nur einen Counter für Feuerwirbel rausfinden. Und sobald wir einen haben, ist eigentlich GG. Und ich muss eigentlich dringend mein... meine Bombe updaten. Jetzt habe ich 13 Sekunden der Cooldown. Geht also draußen. Wir gehen mal auf den noch mit drauf. Ich finde es so krass, wie schnell sich so eine Meta entwickelt. Also innerhalb von Stunden einfach. Okay, ich renne mal runter. Zone wird kleiner, ne? Schnell weg. Der Kollege ist auch hinter mir. Oh, meine Bombe hat getroffen. Sehr gut. Irgendwie sind alle auf mir drauf, kann das sein? Why auf mir? Bleib mal hier in dieser Kante stehen. Oh, der ist so dead. Der ist so super dead. Wie kann ich im Battle Royale beitreten? Habe ich oben angepinnt. So. Nice. Endlich. Wir haben ein Update für unsere Bombe. Boah, es hat so lange gedauert, ne? Hilft auf jeden Fall. Hey, hallo Draco. Wunderschön. Ich gehe mal hier rein. Kann ich nicht, wenn jemand reinläuft, den komplett wegbomben? Bleib mal kurz hier. Oh, perfekt. Oh. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß halt leider nicht, was meins ist und was seins ist. Ich warte kurz, bis er sich heilt. Heil dich? Perfekt. Ich geheilt. Bombe wieder rauf. Okay, das ist eine geile Kombo. Das ist eine richtig geile Kombo. Mit dem Festhalten und dann der Riesenbombe drauf. Das ist ja so nice. Holy moly. Habt ihr gesehen, ne? Und funktioniert ganz gut. Da ist nochmal so ein Ding. Komm mal schnell hier rein wieder. Hier sind ganz schön viele Leute in der Endzone gerade, ne? Und 2 Stunden das Meter, ne, ich denke. Ah, der ist dead. Bumm. Leute, die Zone ist ja super klein jetzt. Und es sind noch so viele Leute hier. Den da will ich haben. Aua. Bin ich dead? Oh, ich kann noch mal trinken. Oh mein Gott, ich kann noch mal trinken. Ich hatte nichts mehr.
Der ist weg. Zack. Nochmal ein Level up gekriegt. Wunderbar. Bombe rauf. Ich hoffe, die trifft. Oh nein, ich wurde gestunt in dem Moment. In dem Moment bin ich gerade gestunt worden. Rip me. Wegstoßen. Ich brauche noch einmal einen Stun oder so auf die Leute. Oh, die trifft. Nein, sie hat nicht getroffen. Ich könnte theoretisch meine Kombos nochmal wechseln, ne? Oh, ich habe gewonnen. Die Kombo ist so geil. Holy moly. Wir haben gewonnen mit dem Ding. Also die Kombo ist richtig geil. Also Sternbombe und Stahlfallen. Die Sternbomben-Stahlfallen-Kombo. Let's go. Ah, not bad. Die war sehr cool. GG's.